Ja, und damit herzlich willkommen zu Narcosis. Ihr fragt euch sicher, warum sitze ich hier in einer VR-Brille? Ja, ich habe mich auch ein wenig gewundert, aber Narcosis ist tatsächlich ein VR-Spiel, was man in erster Linie im Sitzen spielt. Tja, ich hätte es auch lieber so richtig in VR gespielt, aber naja. Wir machen halt das Beste draus und natürlich, ich denke, ich werde mich wie immer richtig erschrecken, weil ich habe alles direkt vor der Nase. Ja. Schauen wir doch einfach mal. Wir beginnen ein neues Spiel. Übertreten Sie nicht das Limit von 12 Metern bei Sicherheitskabel. Oceanova was once in a lifetime. They're breaking new ground, making something meaningful. Mining methane hydrate frozen beneath the seabed. There's alternatives, but none so plentiful. It's clean and safe. I couldn't say no. Eine einmalige Gelegenheit. Wow. We've got a lot of updates to get through, but new suit, same rules. Sieht ultra weird aus. Give me a sec. Okay, instruments. O2. Es ist ein Spiel, wo man sich in den Ozean begibt. Das ist anscheinend der Test. Jesus. Here, you know the drill. You're stressed, panicking, breathing hard. Das ist weird. Ich fühle mich hier ultra eingeengt. Sauerstoffaufnahme überprüfen. As you know, your O2 burns down a lot faster under stress. Anyway. Let's move. Ja, ja, das ist weird. Ich glaube, ich habe noch nie ein VR-Spiel im Sitzen gespielt, ey. Let's see. Scrubbers, check. Temp, check. Lights, check. Camera, check. Ich sehe nichts mehr, es ist alles so dunkel. Hilfe! Was passiert hier? Der Übergang und jetzt sind wir wirklich im Ozean. Ja, ja, ja. Was ist denn mein Plan hier überhaupt? Hallo Fisch. Wow! Du kommst aber ganz schön nah. Nur noch 77% Oxygen. Ich weiß nicht so ganz, was mein Plan hier ist. Und es ist ultra verwirrend, dass ich mich drehe, indem ich irgendwo hingucke, aber auch gleichzeitig mit einem Stick. Ich meine, ergibt Sinn, wenn ich sitze. Aber das ist ein wenig verwirrend. Ich hätte es lieber nur auf dem Stick gehabt. Ich laufe einfach mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin soll. Was habe ich da in der Hand? War das ein Messer? Oh Gott, ich muss mich verteidigen. Ich meine, es ist ein Horrorspiel after all, aber ich bin noch voll unmobil, ey. Ja, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr Angst vorm Ozean? Meine ich schon ein wenig, vor allen Dingen seit Subnautica. Aber das Problem ist, ich weiß hier gerade nicht, wie tief ich bin, deswegen. Hui. Something's still not. Hold on a sec. Dann sind wir jetzt wieder im Pool. I need to hit thrusters one more time. Whenever you're ready. Oh, yeah, Thruster. Good. Let's try it in reverse. Rückwärts. Ui. Aber ich komme so nicht an die Oberfläche. Wie feuer ich denn Flares? Ah. Achso, ich muss sie erstmal einsammeln. Ergibt Sinn. Ich habe noch keine. Soll das denn hin? Einfach mal da so. Piu. Achso, ich soll jetzt wahrscheinlich in die Ringe schießen, ne? Das würde wahrscheinlich Sinn ergeben. Okay. Nee. Ein und. Alright. Direkt vor mich. Navsys, check. Thruster, check. Launcher,
And check. Check, check. Darf ich jetzt auf Mission gehen? Grab a little sunshine while we can. Und ab wieder zurück in den Ozean. Sauerstoff. Wo bin ich denn hier? Hier. Okay. Hui. Aber wo will ich denn hin, ist die Frage. Da runter? Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Wow! Fisch! Wollt ihr Leuchtfackeln abbekommen? Piu. Es leuchtet. Licht habt ihr bestimmt noch nie gesehen, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hin soll oder was meine Aufgabe hier ist. Aber ich folge einfach mal diesen ominösen Weg, der mir vorgegeben ist. Anscheinend landen wir gleich wieder im Kult, wie es aussieht. Wir haben auch nur noch 54% Sauerstoff. Wir sollten mal irgendwo... Hey! Willst du eine Leuchtrakete abkriegen? Warte, ich muss ein bisschen näher rankommen. Mon frère. Hey. You alright? Ja, nimm dies. Let's get back to the hat. Pass auf! Sauerstoffbestand unter 50%. Ja, wir sind ja schon hier in der Basis. Alles gut. Ja, ganz cool hier unten. 10:02, February 2nd. We were 50 miles from the epicenter. But an 8 on the Richter scale makes that kind of distance irrelevant. Hold up, something's off. You seen this? Oh god. What the fuck? The shockwaves hit 6 minutes later, striking the south face of the HAB first and hardest. 27 minutes in, with that kind of concussive force, even the sealed modules were compromised. After that came the ocean. By 10:33, only safe havens in a sub or one of the suits. War irgendwer da draußen ohne einen Suit? Wir haben noch 37% Sauerstoff. Nur sichere Häfen. Wo sind wir denn hier überhaupt? Wo müssen wir hin? Kann ich hier irgendwie Sauerstoff nehmen oder sowas? Alter. Das ist alles dunkel über einem. Ich wärme dich auf, keine Angst. Wo ist er hin? Erhöhte Sauerstoffaufnahme. Da. Holy moly. Junge, beruhig dich bitte. Nicht so nah. 1,5 Meter Abstand bitte. Er ist wohl tot. Oder auch nicht. Ich wärme dich auf, keine Angst. Funktioniert nicht so gut, aber ich habe noch 11% Sauerstoff. Junge, beruhig dich. Okay, vielleicht sollten wir ihn einfach nicht angucken. Können wir uns hier irgendwie aufwärmen? Nee, also nicht aufwärmen, sondern Sauerstoff aufnehmen. Sauerstoff, ja, was soll ich tun? Ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl. 2%, ja, Leute, ich glaube,
Wir hätten die Leiche nicht angucken sollen. Geht weg. Ich habe keinen Sauerstoff mehr. Ich glaube, ich ersticke gerade. Und da wäre wahrscheinlich das Auffüllding. OZ bedeutet Leben. Verschwenden Sie es nicht. OZ? O2. Ja, gut. Kriegen wir jetzt nochmal diese schöne Szene mit unserem Freund? Nee, wir sind einfach direkt hier. Warum ist die Zahl da eigentlich spiegelverkehrt? Ich glaube, da haben sie irgendwas verkackt. Das muss man doch nicht von außen sehen, oder? Sauerstoff. Haben wir 100%? Okay, sehr schön. Ich hoffe, solche Stationen haben wir noch häufiger. Ich weiß trotzdem nicht, was mein Ziel ist. Wir können da runter oder hier oben. Geht weg, Fischen. Bin kein Futter. Ihr schon, gegebenenfalls. Wenn ich euch irgendwie nach Hause kriege. Ein Anglerfisch. Der ist aber klein. Falls ihr es nicht wisst, Anglerfische sind riesig. Ah! Oh Gott. Krabbel, lass mich in Ruhe. Ich mag keine Spinnen. Und Krabben sehen sehr aus wie Spinnen. Mit links oder rechts? Ich gehe mal nach rechts. Links ist die Spinne. Oder Krabbe. Oder. Das ist schon ein bisschen creepy. Nur für den Fall, dass ihr irgendwas am Rand ist. Trust your training. Yeah. The first things you learn. Wir sind dabei. But the second they fail, you fall back on what you know best. For me, it's the list. This time, it wrote itself. Keep breathing, find others, and get the hell out. Wir sind hier schon dabei, Fisch, geh weg. Ja. Okay, ich versuch's. Ich weiß nicht, wo es ist. Und hier sind überall komische Krabbenspinnen. Ja, also falls ihr irgendwas am Rand seht, ich sehe das nicht unbedingt direkt. Das ist so der Nachteil einer VR-Brille, weil der Blick fokussiert ist auf verschiedene Sachen und nicht auf den ganzen Bildschirm. Also wundert euch nicht, wenn ich mich manchmal etwas verspätet erschrecke. Hi, Kleine. Kleine sind in Ordnung. Die Großen eher nicht so. Die sind halt so Hundegröße. Kann ich da nicht rein? Doch, kann ich. Ich hänge nur mit dem Kopf fest. Also so mit Hundegröße kann ich umgehen. Mit welche, die größer sind als ich, nicht so. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich hier durchgehen sollte. Genau deswegen nämlich. Ist alles gut, ich will nur hier durch. Ich will dir und deinen Kleinen nichts tun. Hi. Ich weiß gar nicht, passt du hier durch? Wahrscheinlich schon, wenn du wolltest. Du kannst auch einfach woanders hingehen. Ich könnte dich auch reiten. Aber das findest du wahrscheinlich nicht so toll, ne? Ja, ich muss dir wohl hinterher. Drehst du dich gleich wieder um? Oder kann ich gleich irgendwann an dir vorbei, jetzt zum Beispiel? Hui.
Yay, Rutschbahn. Hauptsache, ich komme schnell von dem Vieh weg. Da ist mir das Rutschen ehrlich gesagt sogar lieber. Halten Sie sich Kontakt... Was? Das konnte ich so schnell nicht lesen. Fortschritt gespeichert. Das konnte ich lesen. 50% Sauerstoff. Ja. Wer weiß, wo die nächste Station ist, ne? Eigentlich... Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Sauerstoff so eine Sauerstoffstation hat, aber ich glaube, es wäre doch schlauer, bei einer Sauerstoffstation zu bleiben. Die sendet doch bestimmt auch irgendein Signal aus. Weil man weiß doch gar nicht, ob und wo überhaupt andere sind auf dem Weg. Und guckt mal, wie viel Sauerstoff hier ist. Einfach hier bleiben und auf Rettung warten. Haben wir, glaube ich, bessere Chancen? Als wenn wir hier irgendwo durch die Gegend laufen. In der Hoffnung, dass wir überhaupt wissen, wo wir sind. Weil ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß, dass ich Richtung Norden gehe, aber... Ja, da will ich nicht runterfallen. Das ist so Marianengraben-Style. Da kommt man nicht mehr raus. Und wird wahrscheinlich auch noch zerdrückt auf dem Weg nach unten. Jetzt muss ich hier auch noch drüber springen. Nicht nach unten gucken. Und hoffen, dass man es schafft. When it's all bearing down on so many levels, it's gotta be managed. You can't shake the pressure. Just make your peace with it. Don't let it take the wheel. Ich ja gar nicht. Ich würde nur lieber in der Nähe von Sauerstoff bleiben, als auf Erkundungstour zu gehen. Ansonsten geht's mir ganz gut. Es sei denn, es kommt jetzt gleich wieder so eine riesige Krabbenspinne. Ich weiß auch gar nicht, ob die Booster Sauerstoff verbrauchen. Wird hier irgendwie Sinn ergeben. Deswegen sollte ich die eigentlich nur im absoluten Notfall bedienen. Auch wenn es langsamer ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Irgendwie habe ich es rüber geschafft. Da unten ist das auch nochmal mit den Boostern. Und oben ist es aus irgendeinem Grund nochmal spiegelverkehrt. Hier drüben auch. Damit man es wahrscheinlich von außen und innen sieht, das ist ja mega intelligent. Dann weiß auch jeder andere, wie viel Sauerstoff ich habe, ohne Spiegelschrift lesen zu müssen. Und kann mir gegebenenfalls helfen. Das ist ja voll realistisch. Goodbye. Die Frage ist, sollte ich jetzt in die Röhren rein? Ich weiß nicht, was hier gefördert wird. Ich gehe mal lieber drüber. In den Röhren wäre ich aber sicherer. Ich weiß halt nur nicht, wo ich da rauskomme. Oder ob ich irgendwo rauskomme. Oh no! Oh no! Boost! Boost! Ah! So viel zum Thema in die Röhre, ne? Du guckst in die Röhre, was? Ja. Gehe ich jetzt noch weiter durch die Röhre? Ich habe nämlich gerade das Argument festgestellt, dass wir da eventuell nicht rauskommen. Naja. Hier vorne ist ja ein Loch. Und zufälligerweise ist hier auch wieder ein Weg. Wir finden keine Sackgasse. Es geht immer weiter. Gleich werden wir wahrscheinlich noch von dem Freund, von dem Geist unseres toten Freundes verfolgt. Sauerstoffbestand bei 50%, ja, ist ja kein Problem. Was ist das hier? Ein Torpedo? Sauerstoff auffüllen. Okay, und was haben wir hier? Noch mehr Leuchtfackeln. Hier ist Strom. Hier ist aber nicht so viel Sauerstoff. Alter, komische Viecher hier unten drunter. Wie viel Sauerstoff, wie viel Meter sind wir eigentlich unten, wollte ich fragen. Steht das hier irgendwo?
there's protocol for everything. Has to be. Second guessing puts lives at risk. So it's best to stick to procedure, step by step. So with an all-hands call, you head straight for Compass One. Try and reach surface from comms. Ja, das ist halt auch so eine Sache im Ozean, ne? Ich meine, eine Möglichkeit zum Beispiel wäre es jetzt irgendwie zur Oberfläche zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie tief hier unten sind, aber das wäre zum Beispiel ja nicht schlecht. Das Problem ist, da oben ist man genauso verloren wie hier unten, weil das Meer einfach eine unendliche Wüste ist, aus Wasser bestehend. Was ist denn mit dir passiert? Ich meine, du brauchst ihn ja nicht mehr, ne? Ich zwar auch nicht wirklich, aber ich nehme ihn trotzdem einfach mal. Weil 100% sind besser als 80%. Hi! Geh weg! Aua! Was habe ich dir denn getan? Geh doch weg! Warum magst du meinen Sauerstoff, hä? Ich weiß nicht, ob du Sauerstoff lieber magst als Leben. Jetzt will ich den Sauerstoff erst recht. Warum habe ich da einen Atem hinter mir gehört? Was, eine Krabbe aufgefressen? Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Ich meine, das könnte auf mich zurückfallen. Ich habe damit nichts zu tun. Das war dieses komische Tintenfischvieh. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass sie haben Spinnen. Ja, ich bin da. Holy moly. Der Kraken wurde entlassen. Ich kann hier unten wieder meinen Sauerstoff auffüllen. Jetzt kriegen wir diese Station irgendwie ziemlich häufig. Das ist Compass One. Das ist sehr gut. Ich habe mein Ziel erreicht. Habe ich jetzt gewonnen? Irgendwie nicht das Gefühl. Hey, kann ich hier rein, bitte? Aber ich kann hier rein. Let me in. Und pumpt das Wasser aus der Schleuse. Eröffnen. Please wait. From the outside, the structure seemed intact. So I figured whoever's inside might... Well, maybe it's okay. Ja, das sieht nicht gut aus. Die Sache ist Manual Override. Wir wissen gerade nicht, wie das da drinnen aussieht, außer dass viele Fehler kommen. Wenn wir das jetzt öffnen und hier das Wasser noch nicht abgelaufen ist... Könnte das zu Ultra-Compression führen? Der Fehler kann ja auch irgendwie liegen, dass das Wasser hier einfach nur nicht abgepumpt werden kann. Und wenn wir es jetzt öffnen, würden wir alles zerstören. Aber auf geht's! We ran all kinds of drills. And you believe you know what to expect? But once I got inside, where it's familiar and you should feel safe. Even though I had to do those first few steps weren't easy. Ich hoffe, das ist nur ein Anzug. Ja, da ist keiner drin. Okay, gut. Tja. Bisschen schlecht, ne? Hier können wir anscheinend nicht durch. Die Tür hier vielleicht? Hello? Was steht denn da drüben überhaupt? Supply Storage und hier ist alles andere. Dann gehen wir doch erstmal in den Supply Storage, weil das nur ein Raum ist. Hello? Ja.
eventuell haben wir ein Problem mit der Methanpumpe oder dem Rohr. Es sieht aus, als könnte da irgendwas in die Luft fliegen. Haben wir hier keinen Sauerstoff? Was ist das für ein Supply Storage, wenn hier kein Sauerstoff ist? Okay, ich habe irgendwas gefunden. Name Fallon Russell Andrew, Geburtsort. Geburtsdatum 1982, im März der 11. Beruf Bohrmeister, Nationalität Vereinigte Staaten, Zustand unbekannt. Dann könnte es rein theoretisch auch der 3.11. sein und nicht der 11.3., aber I don't know. Flachmann. Im Habitat wurde weitaus weniger Alkohol getrunken, als man vielleicht annehmen würde. Der Druckausgleich hier unten machte den Effekt von Trunkenheit weitaus unangenehmer. Von dem Morgen danach mal ganz zu schweigen. Russ behauptet, er habe noch nie in seinem Leben einen Tropfen getrunken und ich habe keinen Grund zur Annahme, das anzuzweifeln. Trotzdem habe ich ihn schon mehrmals dabei beobachtet, wie er den Flachmann an die Lippen hielt, wenn er nervös war. Als wäre es ein verdammter Rosenkranz. Er behauptet, das Behältnis hätte seiner Mutter gehört. Mehr hatte er dazu nicht zu sagen. Ja, wer weiß, was da drin ist, ne? Ich hätte mal gucken sollen, ob ich während dieser, während dieses Vortrags jetzt Sauerstoff verbraucht habe. Aber gut. Supply Storage ohne Sauerstoff. Ich meine, klar, warum sollte man hier drin auch Sauerstoff benötigen? Kann ich hier denn irgendwie was nehmen oder so? Hier sind so viele Gasflaschen. Ich meine, da kann auch was anderes drin sein, aber... Naja. Gehen wir mal... Keine Ahnung, Shuttle Bay, Communication. Wahrscheinlich wollen wir zu Communication, ne? Biology Module. Wurden wir von irgendwas angegriffen oder was? Cold Storage. Den können wir nicht öffnen. Da gerade irgendwas? Ja, hier sind Fische drin, aber. Was sind die denn reingekommen? Mein Wasser ist eine Sache. Kacke. Sauerstoff. Kann ich das nicht nehmen? Das auch kann ich. Oh Gott, ey. Hallo? Geht's noch? Du warst gerade noch nicht da. Kannst du mal aufhören? Warum habe ich so wenig Sauerstoff? Ich habe gerade was Neues hinzugetan. Kann ich hier durch? Und warum kriegst du Panik, nur weil du den Typen da anguckst? Das ist ein Anzug. Guck dir den Seestern da an. Schön beruhigend. Caution, wet floor. Ja. Die haben es mit dem Saubermachen heute etwas übertrieben. Er ist wirklich wet. Chemical Storage und Hazardous Storage. Sag mir nicht, dass du hinter mir herkommst. Okay. Ich brauche ganz dringend Sauerstoff, weil unser Typ wieder einen Anzug angeguckt hat und Panik bekommen hat. Ich weiß, der war vorher nicht da. Aber deswegen braucht man nicht die ganze Zeit Panik schieben, während man ihn anguckt. Ist hier irgendwo Sauerstoff? Was macht er denn hier? Stellt hier Alkohol selbst her? Das sieht aus wie Gärbottiche. Was war das für ein Geräusch? Ach du Scheiße, die scheiß Krabbenspinne. Aber die ist zum Glück tot. Blockiert nur etwas den Weg, aber als ob ich die da nicht wegräumen könnte. Ich brauche Sauerstoff. Hat irgendwer Sauerstoff gesehen? Da ist noch eine Krabbenspinne. Wurden wir von den Dingern angegriffen oder was? Sauerstoffbestand bei 25%. Das ist wunderschön. Hier ist Sauerstoff. Gibt mir das jetzt 100%? Danke. Und jetzt guck keine Anzüge mehr an. Der Laptop ist wohl kaputt. Ein Wunder, dass der überhaupt noch funktioniert. Und die Tür öffnen wir mal.
mit dem Bein davor. Hallo? Ich höre etwas. Ich weiß noch nicht wo und was, aber wie gesagt, ich glaube unser Ziel ist wahrscheinlich Communication. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier... Ach du Scheiße. Beruhig dich doch, es ist nur eine Leiche. Ich weiß, das war wahrscheinlich einer deiner Freunde, aber... Stay weird. Weißt du was, schieß die mit hier so einer Rettungsfackel ab und dann ist direkt alles besser. Es ist nämlich hell. Sauerstoff und ID-Bären, okay. Haben wir jetzt auch dieses Handy da geborgen? Name. Liang Su Xing. Sorry, wenn ich den Namen etwas gebutschert habe. Ich bin da nicht so proficient drin. Geburtsdatum 1976, Oktober 12. Biologin. Vereinigte Staaten und Zustand verstorben. Ja, wer hätte es gedacht? Das hat sich schnell aktualisiert. Wir haben uns alle schon vorher getroffen, bevor wir alle runter zu Compass One gingen. ADS-Training, Besprechungen, Vertrauensübungen. Dr. Liang bat uns von Anfang an darum, sie Susie zu nennen. Sie sagte, es sei einfacher auszusprechen, aber in Wirklichkeit konnte sie es nicht ausstehen, dass Leute ihren Namen ständig verunglimpfen. I'm sorry, okay? Das ist halt das Problem, wenn man aus einer anderen Kultur kommt. Ich glaube, die Asiaten haben auch Probleme, einige der europäischen oder amerikanischen Namen auszusprechen, vernünftig. Da muss man halt einfach drüber hinwegsehen. Sie hatte sich einen Sauerstofftank und ein Atemgerät eingepackt, bevor sie in den Ventilationsschacht hochgeklettert ist. Klug, aber man kann den Ozean nicht überlisten. Nachdem es sich seinen Weg hineingebahnt hatte, riss es sie wortwörtlich von den Füßen und ließ sie im Trockenen sitzen? Ja, wahrscheinlich eher nicht, ne? Wahrscheinlich eher genau das Gegenteil. Ja, hör auf, sie anzugucken. Ich weiß nicht, warum da was... Ich möchte sie nicht angucken. Was ist da passiert? Okay. Er kriegt halt immer Panik vor Leichen. Wie gesagt, das sind seine Bekannten und Freunde. Aber auf der anderen Seite sind es auch nur Füße. Vielleicht hat er auch Angst vor Füßen, wer weiß. Hello? Hat sich hier irgendetwas verändert? Oh, ein Bild. Ja, es hat sich etwas verändert. Darf ich da einmal bitte durch? Danke. Mehr Sauerstoff. Ich nehme den einfach mal mit, obwohl ich schon viel habe. Aber wir finden auch nicht eh genug. Hallo? Bitte hier nichts kaputt, es ist schon genug kaputt. Ja. Alter! Geh weg! Husch! Husch! Willst du sterben? Ja, das hast du davon. Meine Güte. Nerv nicht. Ich hab genug Probleme. Kriegst du jetzt wieder Panik? Natürlich. Guck sie einfach nicht an. ID SRS-002. Name Bei Dong-Su. Geburtsdatum 1985. Im Juni der 12. Wissenschaftliche Führung. Südkorea. Zustand verstorben. Er war ein Einzelgänger und hatte keine Scheu, es zu zeigen. Dr. Bei war im Geologiemodul gefangen. Es sieht so aus, als hätten die Wände ihn verschluckt und anschließend wieder ausgeschmuckt. Ich kann mir beinahe sein Gesicht vorstellen, als der Boden sich unter seinem Lacklederschuhen weit öffnete, während seine kostbaren Dokumente um ihn herum flatterten. Mutter Natur ist eine harsche Herrin, und wenn sie anklopft, tritt sie anschließend aus allen möglichen Winkeln herein.
Dafür, dass du Panik kriegst, weil du ihn siehst, wahrscheinlich weil es sein Freund ist, umschreibst du aber das Verhalten, wie er gestorben ist, ziemlich zynisch, würde ich jetzt mal behaupten. Was ist denn mit ihr hier? Wo haben wir sie denn gefunden? Benjamina Isra, Geburtsdatum 1989, Februar der 17. Beruf Taucher, Nationalität Frankreich, Zustand verstorben. Erst Russ, dann Isra. Ich habe sie im Umkreis von Compass One gefunden, sogar in ziemlicher Nähe. So wie ich war Isra auf einem Außenbordeinsatz gewesen, als die Beben losgingen. Und ebenso wie ich war sie wahrscheinlich auf dem Weg zurück, auf der Suche nach den anderen. Oder zumindest behielt sie inmitten des Chaos die Beherrschung. Ihr Visor war zerschlagen, aber ihr Gesicht komplett eingetaucht im blauen Licht. Das ist doch eigentlich Visier. Oder nicht? Naja. Wirkte ruhig, wenn auch nicht gerade die viel zitierte Ruhe in Frieden gemeint. Und wieder ein Schläfer im Tal. Wie in diesem Gedicht. Eine einfache und noch schmerzvolle Erinnerung daran, wie nah wir doch zu jeder Zeit dem Tode sind. Etwas sagte mir, dass all dies schlimmer sein würde, als ich annahm. Dafür schiebst du aber ganz schön Panik, ehrlich gesagt. Dafür, dass alles nicht so schlimm ist. Rastet hier aus bei den Leichen. Ich meine, was erwartest du denn hier zu finden? Ich kann verstehen, wenn du bei so einer Krabbenspinne Panik schiebst. Die könnte dich nämlich angreifen und töten. Aber die da, die machen nichts mehr. Das ist nicht schön anzusehen. Kann ich verstehen. Möchte ich selber auch nie erleben. Aber wenn man es doch einmal gesehen hat, muss man sich auch erstmal ein bisschen zusammen. Schiebst du jetzt auch wieder Panik, weil hier vier Anzüge rumgammeln? Was hast du gegen diese Anzüge? Es sind Anzüge. Da sind nicht mal Leute drin, so wie es aussieht. Okay. Jetzt wiederum drehst du durch. Ja? Jetzt hast du die Nerven gerade verloren. Das ist nämlich nicht normal, was hier passiert. Dieser Typ hat echt irgendwas gegen diese Anzüge. Guck sie einfach nicht an. Aber bitte halt die Augen auf, ja? Wo bin ich hier durchgegangen? Wo bin ich überhaupt hergekommen? Wir haben einen Leck da im Motor, aber ich glaube auch nicht, dass ich es reparieren kann. Ach Leute. Wen habe ich denn jetzt hier gefunden? SRS-004, Name Mital Kincaid, Pallavi, Geburtsdatum 1969, Oktober 23. Chemikerin, Nationalität Südafrika, Zustand verstorben, so wie glaube ich jeder hier. Pallavi war die erste Person, welche die Rettungskapsel erreichte und wurde von der Explosion erfasst, als diese aufbrach. In einer versiegelten Umgebung brennen Flammen heißer und sie verbreiten sich in einer höheren Geschwindigkeit. Chemikalien, beengte Räume, sauerstoffreiche Luft. Als Chemikerin begriff sie die Risiken, aber das hielt Pallavi nicht davon ab, sich laufend darüber zu beschweren, wie die vielen Vorschriften und Restriktionen ihre Forschung behindern würden. Wir hatten alle unsere Schwierigkeiten, persönlich wie auch bei der Arbeit. Aber am Ende sitzen wir alle im gleichen Boot, nur dass es jetzt wie das Begräbnis bei Wikingern wirkt. Meine Güte, ey. Ich sage ja, dafür, dass der so panisch ist, ist er ganz schön entspannt, wie der über die redet. Oder so zynisch halt. Der macht sich ja schon halb über die lustig. Ich meine, klar, das ist Verarbeitung mit traumatischen Erlebnissen, aber wie gesagt, irgendwie legt er mehrere Sachen an den Tag. Auf der einen Seite dieses lockere, zynische und auf der anderen Seite schiebt er Panik, wenn er eine Leiche sieht. Aber naja. Interagieren. Attempting to connect. Ach, das hier ist die, unable to establish communication within the surface. Ja, ich glaube, das wird wohl nichts. So ein Kack. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Begeben Sie sich zur Rettungskapsel. Ich weiß nicht, wenn die auch so explodiert. Reaching the surface was off the table.
physically or otherwise. So it's simple. Hitch a sub to Compass 2 and hope others did the same. Okay. Wer hat uns denn da überhaupt zu Compass 1 gerufen? Sauerstoffbestand bei 50%. Ja, haben wir hier irgendwo Sauerstoff? Stand der gerade schon da? Oder schiebt er auch Panik bei dem? Das ist offensichtlich ein Ausstellungsstück. Schiebst du auch hier Panik? Ja? Na super. Warum ist da jemand drin? Ich meine, wahrscheinlich, weil er sich retten wollte und dachte, das Ausstellungsstück würde genauso funktionieren wie jeder andere Anzug. Aber warum ist dieser Ausstellungs... Was war das? Warum habe ich mich teleportiert? Warum ist dieser Ausstellungsanzug dann überhaupt noch auf dem Dings? Normally the habs are lit up top to bottom all the time. A lot of the gear was waterproof. Some of the lights and monitors were still running. So it wasn't dark, but it's fading. Like the whole thing's on life support. Ja, im Normalfall sollte es für sowas auch Notbeleuchtung geben. Die normalen Lampen sollten, glaube ich, nicht wasserresistent sein, aber so eine Notbeleuchtung sollte es, die auch weniger Strom verbraucht in so einem Fall. Hi. Willst du auch wieder aufs Maul, ja? Komm her. Warum guckst du ihn nur an und mich greifst du an? Ich bin in einem fucking Metallanzug. Jetzt erstmal einen Kaffee holen. Oder irgendwas aus dem Kühlschrank. Was steht da? Cookies! Ich möchte auch Cookies. Lass mich bitte Cookies. Geh an den Kühlschrank und hol die Cookies raus. Ist mir scheißegal, ob die aufgeweicht sind. Ich möchte Cookies. Die Tür hier kannst du nicht öffnen. Können wir nicht ins Fitnessstudio? Gefahrenniveau kritisch. Alarm im Serverraum deaktivieren. Ja, warum soll ich überhaupt da rein? Es ist das Fitnessstudio. Und was tust du da? Müsstest du nicht versuchen, mich anzugreifen? Das Konzept von Glas sollte dir doch überhaupt nicht bekannt sein. Ach, naja. Gehen wir mal hier weiter durch die Tür. Pinwheels. Ich weiß nicht warum, aber sie sind da. Sie sind noch da vor allen Dingen. Irgendwelche Dekoartikel. Bisschen Bleiche. Okay. Ich meine, ich habe ja noch meine Flares für den Fall der Fälle. Hier sind die ganzen... Was war das? Und warum höre ich ein Telefon? Ich glaube nicht, dass ein Telefon hier noch funktioniert. Hello? Ja, er dreht wieder durch. Die Tür ist weg. Stehen die Namen dran. Junge! Beruhig dich mal. Es wird hier kein Telefon geben. Zumindest kein funktionierendes. Und auch kein analoges. Irgendetwas steht hinter mir, oder? Es war ein wenig offensichtlich. Haben wir hier sonst auch irgendwas? Hallo? Die Tür ist wieder da. Okay, sehr gut. Nächster Raum. Ein funktionierender Laptop. Unbelievable. Wahrscheinlich sobald wir eine Taste drücken, ist alles kaputt. Was steht da? Call Mom. Ja, dafür ist es ein bisschen zu... Nein, der Hamster! Das ist das Tragische an dieser ganzen Sache. Der arme Hamster. Bin ich jetzt in jedem Raum etwas anderes, oder was? Was hast du mit diesen Anzügen, ey?
Das sind ja Wahnvorstellungen ohne Gleichen. Nur weil du deinen Freund da hast sterben sehen, ich weiß nicht mal, ob du ihn sterben sehen hast, das könnte auch alles Teil deiner Wahnvorstellung sein. Could you not? So langsam wird's langweilig. Und ich brauche Sauerstoff. Okay, eine Fahne. Donut. Ich will den Donut essen. Ist mir scheißegal, ob er aufgereicht ist. Ich meine, ich kriege ihn nicht in meinen Mund hinein. So, was sehen wir jetzt? Was habt ihr sonst noch so zu bieten? Nichts! So eine Überraschung. Die Tür ist zu. Hello! Eine Quelle. Origami. A many splendid art. Anscheinend das Zimmer von der Asiatin. Oder was heißt von der Asiatin? Wir haben einen, der aus Südkorea kommt und eine, die zwar einen asiatischen Namen hat, aber Amerikanerin war. Ja gut. Worauf darf ich mich jetzt gefasst machen? Nichts? Okay. Sind euch die Ideen ausgegangen? Hi! Feuchtigkeitscremes. Ich meine, wir befinden uns zwar im Wasser, aber es ist Salzwasser. Das ist nicht gut für die Haut. It's relentless. I mean, the isolation is unnatural. Little problems start to spiral. Any baggage you don't check at the surface comes unpacked pretty quick. Some find ways to cope, others struggle. Ist hier die Toilette? Darum muss ich mir wohl auch keine Sorgen machen. Okay, Booster. Hier ist alles sehr zerstört. Und ein Bild. Und ja, einige Asiaten anscheinend. Also gut, ich weiß nicht, ob das vielleicht nur ein Bild von der Familie ist. Sie selber oder er selber muss ja nicht asiatisch sein, wer auch immer hier gehaust hat. Was ist das hier für eine unsichtbare Wand? Einmal um die Ecke. Das geht auch nicht auf. Ja. Ah, wir können hier rein. Q. Da haben wir noch mehr Sauerstoff. John Lethal. Legacy Tour. Celebrating 20 Years Starchild. Wrong Skin. Mangoring. New Album. Nett. Ich frage mich, ob das alles echte Sachen sind. Wahrscheinlich eher nicht. Von Dr. Knock? Fonk? Ich meine, das sieht eher aus wie ein N, aber Fonk wird mehr Sinn ergeben. Gut, das wird auch Fock heißen dann. Knock. Der Dr. Knock. Und was haben wir hier? Iron Lion. Magnetic Anger. Okay. Nehmen wir mal den Sauerstoff und geh weiter. Gehen wir schon wieder durch diese Röhren. Ich weiß nicht warum. Ich meine, natürlich kann man mal gucken, aber was haben wir denn da schon wieder? Was will mich dieses Mal angreifen? Schon wieder diese Octopi-Stumpy-Dinger. Links oder rechts? Gucken wir erstmal dem Vieh hinterher. Ich glaube, da geht es nicht weiter, aber hier könnten wir rein theoretisch raus. Wenn wir denn wollten. Und was haben wir hier drüben? Sieht auch fast aus wie ein Ausgang. Bist du da tot? Du siehst sehr tot aus. Obwohl. Schau lieber nochmal drauf.
Ich kann irgendwie nicht sagen, ob es tot ist, weil es sieht nicht so aus. Also diese Bewegung sieht irgendwie nicht natürlich aus im Sinne von, als ob das Ding noch schon tot ist. Sauerstoff und ID. Was haben wir denn dieses Mal für eine ID? ID MDS005. Name Stella Usor. Geburtsdatum 1988. Hey, 13. Mai. Das ist mein Geburtsdatum. Bohrturmarbeiter, Nationalität Ghana und Zustand verstorben. Usor muss gerade Kompass 1 verlassen haben, als die Schockwelle uns getroffen hat. Er war völlig abgeschnitten und gezwungen, den Weg zurück durch die Servicetunnel zu nehmen. Es ist schwer zu glauben, dass tatsächlich etwas seinen Anzug durchbohren konnte. Die Natur hier unten tendierte bisher dazu, duktil zu sein, wenn auch manchmal etwas neckisch. Aber all die Hitze, all das Licht und all die Aufregung hat sie aufgewühlt. Ich schätze, um unter diesen Bedingungen überleben zu können, muss man als Gast ebenso gnädig sein, wie man als Gastgeber begrüßend wäre. Was so viel bedeutet wie gar nicht. Ja, gut. Ich hab's jetzt auf die Metapher nicht verstanden, wenn etwas... Alter, ich hab 10-mal auf sich draufgehauen! Was soll das denn? Du warst tot. Jetzt bleib auch tot. Watching life go by inside the bubble is cruel. The ones that care get a head start learning to live without you. So the grief comes first, whether or not you're really gone. Hier kann ich nicht durch, oder? Nein. Hätte mich auch gewundert. Dann gehen wir wohl hier runter. Hallo Tintenfisch. Komm her und stirb. Dann komm halt von der anderen Seite und stirb. Ich sehe nichts. Hat er sich jetzt in Nebel aufgelöst? Warum schiebst du jetzt wieder Panik? Das ist ein Tintenfisch, der kann Tinte versprühen, das weißt du. Ich meine, die lösen sich im Normalfall nicht in diesem Nebel auf, aber... Es wäre jetzt nicht so ungewöhnlich, wenn du ihn einfach nur nicht mehr gesehen hättest. Achso, da liegt auch noch wer tot ist. Das kann natürlich mehr Sinn ergeben. Dann schnappt die ihn halt. Und dann lesen wir uns noch mehr Infos durch. ID ME006 Tyson Lyle, Geburtsdatum 1986, Juni der 15. Beruf Ingenieur, Nationalität Vereinigte Staaten, Zustand verstorben. Simpel und unkompliziert, Lyle wurde seinem einfachen Namen gerecht. Es ist schwer zu sagen, ob er ertrank, durch den Sturz starb oder ob etwas anderes schuld an seinem Tod war. Selbst bei so unendlich vielen Dingen, die mit der kleinsten falschen Handbewegung gute 2 Meilen unter dem Meer schiefgehen konnten, dachte man seltsamerweise nicht als erstes an das Ertrinken. Kommt immer drauf an, ne? Alter. Hi. Dieser Anzug, ne? Es ist alles nur in deinem Kopf. Das kann gar nicht anders sein. Funktioniert dieser Knopf noch? Okay, ich muss die Energieversorgung wiederherstellen. Wie tue ich das denn? Als erstes brauche ich mal mehr Sauerstoff. Dann machen wir hier erstmal ein wenig Licht. Jo. Ja, keine Ahnung. Wo gehe ich denn jetzt lang? Anzug, kannst du mal die Scheibe da zerschlagen, dass ich da durch kann? Weil ich glaube, da komme ich auch nicht durch. Wobei das hier vielleicht das Modul ist, wo ich die Energie wieder herstelle. Muss da Sauerstoff rein? Anscheinend nicht. Das müsste nur zu. Ich weiß nur nicht, ob es doch schlau ist, unter Wasser hier Energie wiederherzustellen. Hätten wir auch direkt einen Stromschlag kriegen können, aber dann wäre auch alles schnell vorbei gewesen. Vielleicht haben wir da sogar drauf gehofft. Wer weiß. Ist ja eine Win-Win-Situation, ne? Entweder wir sind sehr schnell tot, oder wir kriegen wieder Strom. Hey, Anglerfisch. Ja. Darf ich mich bitte umdrehen?
War das der Anglerfisch? Wer hat da die Scheibe eingeschlagen? Schuppdidu. I've seen death before, but not like this. Up here, the impact's usually more abstract. This is intimate. It's like when you pass an accident on the freeway. All the possibilities run wild. But then a song you like comes on, or your exit's coming up, and you've moved on. Back to normal. Okay, ich verstehe den Vergleich nicht so ganz. Aber wie du meinst. Ich meine, es sind halt alles Bekannte, die hier sterben. Ist kein Wunder, dass es intimer ist. Aber ich hoffe, du meinst allgemein hier unten und nicht hier oben, weil hier oben haben wir noch keine Toten gesehen. Obwohl, ich weiß nicht, was deine Fantasie dir so vorspielt. Stretch out your day. Easy and useful exercises for home and office. Und dann, okay, ich denke mal, das ist das und nicht einmal 180 Grad drehen. Und was soll das hier für eine Übung sein? Ich meine, nee. Also ja, mag vielleicht alles helfen. Generell, Streckübungen sind häufig gut, den Körper mal ein bisschen zu dehnen und auszulasten. Aber die sehen etwas sehr bescheuert aus. Also sehr primitiv irgendwie gezeichnet. Ich kann da nicht wirklich was draus entnehmen. Können wir hier irgendeinen Computer bedienen oder sowas? Oder gehen wir hier einfach nur durch? Hier muss doch irgendwas sein. Ich gehe hier einfach über die Tische drüber. Stress? Warum ist hier überall Stressmanagement? Geht ihr hiervon aus, dass eure Mitarbeiter alle so viel Stress haben? Dann sollte man eventuell was anderes unternehmen als Streckübungen. Zum Beispiel die Arbeit vereinfachen. Mehr Leute einstellen. Warum kann ich da nicht rüber? Ich sehe da drüben Sauerstoff. Booster! Ich komme da nicht hin! Ich komme nicht zu meinem Sauerstoff. Muss ich jetzt echt durch die Tür hier? So. Das ist wahrscheinlich eine Glasscheibe. Ich habe noch nicht gelernt, durch Glas durchzugehen. Shame on me. Sauerstoff. Was haben wir hier? 10 healthy habits for mental fitness. Ich sag ja, die machen sich irgendwie alle viel zu viele Sorgen um Leute hier. Aber gut, wenn man keine Ahnung wie viele tausend Meter unter dem Meer ist, unter der Meeresoberfläche, hat man vielleicht schneller auch Panik. Okay, das ist das Diagramm, wie wir rüberkommen. Mit der Rettungskapsel. Server Room. Müssen wir hier nicht irgendwie Strom herstellen oder sowas? Sind wir jetzt bei der Adams Family oder was? Guter Arm. Okay, tut mir halt leid. Sollte es ja nur an der Seite gehen. Toxisches Niveau herabsetzen. Das kann ich einfach so. Du hast deinen Arm verloren. Und jetzt hast du deinen anderen auch verloren. Das hat mich ehrlich gesagt jetzt etwas erschreckt. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Auch wenn ich mit hätte rechnen sollen. Ja, hör auf ihn anzugucken. Geh einfach dran vorbei. Also so habe ich den Raum nicht in Erinnerung. Hör auf die Typen anzugucken. Lauf einfach drüber hinweg. Wir können hier doch bestimmt einfach hochlaufen, oder? Nicht? Eher einfach die Wand hoch, das funktioniert schon. Muss ich jetzt echt hier klettern? Was passiert da drüben? Das ist sehr verwirrend. Ich fühle mich irgendwie gerade, als würde ich auf der Seite liegen. Was ist denn hier der Plan? Da durch? Hallo? Okay.
Hui. Hallo Fisch. Komisch, wie ich hier laufe, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich das tue. Wie? Nein! Toll. So ein Dreck. Ich hätte auf dem anderen Ding landen sollen. Ui. Jetzt bin ich wieder ganz hoch. Na super. Jetzt schiebt unser Typ gleich wieder Panik, weil er einmal über diese Leiche steigen muss. Oh, nicht, er hat sich beruhigt. Das ist ja unglaublich. Lass mich doch hier hoch. Fisch, kannst du mir nicht helfen? Ich stell mich gerade ein bisschen an. Wieder in die Röhre. Okay. Gehen wir einmal drumherum. Und diesmal versuchen wir auf dem Ding da zu landen. Hopp. Ja, das hat super funktioniert. Warum Jump and Run in einem Spiel, wo man kaum Jump and Run machen kann? Ich habe hier nur die Booster und ich stehe unter Zeitdruck. Ich weiß halt nicht, ob ich von hier ganz darüber kommen kann, wenn ich durchboost, ist die Sache. Deswegen würde ich eigentlich gerne vorher einmal auf dem Ding landen. Danke, Fisch, dass du durch mich durchgeschwommen bist. Aber das ist halt auch nicht so leicht. Booster! Sehr gut. Jetzt auch irgendwo drüber boostern? Was zur Hölle war das? Das soll mir wohl sagen, ja. Oh Gott! Ich booste einfach über das komplette Glas, ja? Ist gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, warum du so durchdrehst. Wir haben doch gar keinen Sauerstoffmangel gerade. Ach du meine Güte. Wo soll ich denn hin? Unten oder oben? Oder ist es egal? Oh. Ich probiere mal nach oben zu kommen, aber... Ja, das war wohl nichts. Aber egal. Dann gehen wir wohl unten rum. Sauerstoffbestand bei 50%. Das ist wunderschön. Wo soll ich hier denn Sauerstoff herbekommen? In dieser verrückten Welt des Wahnsinns. Okay. Also von mir aus kannst du die Tür auch gerne wieder zumachen. Hey, wir haben es endlich zum Ausgang geschafft. Open the door. Open Salami. Sauerstoff? Hey, kann ich nicht auffüllen. Verdammter Mist.
Hello? Is it me you're looking for? Wo sind wir denn hier? They're planning on 60, 75 once the whole thing's staffed up. So with just 20 of us, there's already this hollow quality. Like dropping by the office when everyone's gone for the weekend. Not a lot of time for recreation, but the options were there. They did their best to keep us happy. Und wieder der Typ, der versucht, Scheiben einzupunchen, jetzt aber von der anderen Seite. Der stand gerade noch hier und hat dagegen gehauen, jetzt steht er da. Hallo? Ich höre irgendwie Spinnen. Die krammen Spinnen im Vergleich zu den Anzügen sind eine echte Gefahr. Was soll ich hier auf der Toilette? Objekt aufheben. Ein Stift. Warum nehmen wir diesen Stift mit? Tabakverdampfer. Von Person Sigel. 1974, April 24. Mediziner. Nationalität Schweden. Zustand unbekannt. Mein Großvater sagte immer, es ist besser süchtig nach einer Sache zu sein, als süchtig nach einer Person. Es kommt darauf an, ob das auf Gegenseitigkeit beruht. Aber ja. Ein Laster ist ein kleiner Rückzugsort, ein persönliches Refugium, eine Erinnerung daran, dass du bloß ein Mensch bist. Sehr hilfreich, wenn du in einer übergroßen Blechdose auf dem Meeresgrund gestopft wirst. Gott weiß, was ich alles dafür geben würde, all das hier zu vergessen. Selbst wenn es nur für eine Minute wäre. Ja. Läuft halt nicht immer so, ne? Es krabbelt hier. Ich warne dich, ich habe Flares. Ich will dir nichts tun und du mir auch nichts. Sehr gut. Siehst du, so kann man doch alle Probleme aus der Welt schaffen. Diese Viecher müssen doch eigentlich durch Licht voll geblendet werden. Ich meine, die leben in einer World of Darkness. Hoffentlich du schon wieder. Hey du. Geh sterben. Geh bitte noch mehr sterben. Komm her und stirb. Komm her und stirb. Doch, ich brauche Sauerstoff. Den habe ich hier vorne. Gut. Wen haben wir hier so? Du wurdest ein bisschen angeknabbert, habe ich gesehen. Auch nur ein bisschen. Und im Hintergrund ist irgendeine komische Gestalt wieder hergelaufen. Das habe ich auch gesehen. Aber ich war gerade eher mit dem Typen beschäftigt. Oh, er ist es. Der mit dem Tabak. Dann ist er wohl verstorben. Person war unsere Gesundheit ebenso wichtig, als wäre es seine eigene. Selbst zwischen der unendlichen Arbeit und täglichen Workouts strahlte er noch Mühelosigkeit aus. Weise und abgehärtet wie eine Art Kampfmilch. Hinter den verhärten Reisten seines Gesichts kann man immer noch etwas von seiner Gelassenheit erkennen. Ich möchte und muss das glauben. Lieber stelle ich mir vor, dass er sich einfach setzte und alles über sich ergehen ließ, als seine letzten Momente damit zu verbringen, das Unausweichliche zu bekämpfen. Tja, man will halt Personen so in Erinnerung halten, wie sie waren. So, was ist jetzt unser Plan hier? Ich meine, die Figur hier ist gerade in die Richtung gelaufen und wir haben ja jetzt irgendwie Hazard Level runtergesetzt. Das heißt, wir haben jetzt mehr Zugang zu anderen Orten. Schöne Art Gallery hier. Zelle. Eingangshalle. Halten Sie den Sauerstoffpegel jederzeit im Auge. 88%.
Soll mir das irgendetwas sagen? Die Tür hier hat sich jetzt geöffnet. Und da drüben ist wieder eine toxische Horrorgestalt gebaut aus meiner Fantasie anscheinend. Und die sagt uns, wir sollen ihr folgen. Während sie selber einfach über die Luft geht und wir hier rüber springen müssen. Ja, das alles hier war einmal. Tschüss. Der kann sich teleportieren, der Penner. Da habe ich ihn gerade eingeholt. Will ich darüber? Zumindest mal gucken, was hier so abgeht. Das ist zum Beispiel eine Gitarre. Kann ich die mitnehmen? Oder irgendwas anderes hier. Das hier zum Beispiel. Was stand da drauf? Ich konnte es so schnell nicht lesen. Mundharmonika. Mundharmonika. Großvater hat immer auf der Mundharmonika gespielt, wenn wir unsere Fahrräder zur Seite gestellt und uns zum Picknick hingesetzt hatten. Er sagte zu mir, das Geheimnis würde in der Atmung liegen. Mit nur genug Übung würde es einem ganz natürlich vorkommen, nicht unähnlich dem Autofahren. Er lernte während des Krieges zu spielen, als Soldaten die Mundharmonika in ihren Taschen mitführten. Sie waren nicht besonders teuer und man konnte sie schnell ersetzen. Und jeder konnte ihnen Töne entlocken, egal auf welcher Seite man gekämpft hat. Ja. Rasch Lukas. Den Namen habe ich wahrscheinlich auch etwas gebutschert. Er heißt einfach Lukas wahrscheinlich. Geburtsdatum 1984, 5. Mai. Beruf Wartung, Nationalität Ungarn, Zustand unbekannt. Hi! Freund? Kein Freund? Ich sehe nichts, ich wurde mit Tinte vollgespritzt. Meine Güte, ey, ich war doch nur neben dir. Eigentlich sind Tintenfische sehr umgänglich. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe nicht, wo die nächste Plattform ist. Also rate ich einfach mal. Vielleicht hätte ich eine Leuchtfackel werfen sollen. Ich glaube, ich sterbe gerade. Das ist aber nicht sehr tief, wo ich gefallen bin. Ja gut, dann folgen wir mal unserem Freund. Der zeigt uns anscheinend den Weg. Und wenn nicht, müssen wir halt Leuchtfackeln einsetzen. Und ich sollte vielleicht warten, bis der Booster aufgeladen ist. Ja. Ja, ich falle, ich weiß. Ich meine, das würde theoretisch passieren nach einer Zeit. Und es ist auch nicht, es ist wahrscheinlich nicht so spannend, wenn man jetzt ewig hier wartet, bis es passiert. Aber ich glaube, realistisch gesehen, würde es nicht so schnell passieren. Aber naja. Das würde, glaube ich, einige Meter tiefer brauchen. Ansonsten könnten wir uns ja nicht mehr ins zweite Stockwerk hier bewegen, ohne, also nach unten hin, ohne dass wir direkt verrecken würden. So, da sind aber nirgendwo Plattformen. Das ist dir bewusst, ne? Das ist alles. Da kann ich nirgendwo hin. Das heißt, ich muss sogar hier rüber. Hallo Tintenfisch. Möchtest du eine Leuchtfackel haben? Er ist nicht begeistert. Die andere Frage ist, wo will ich denn dann überhaupt hin? Hier geht's ja nirgendwo weiter. Hier drüben vielleicht? Ja, danke. Weißt du, ich denke mir lieber so, ich bleib hier und guck noch ein bisschen mir die Gegend an. Hier bricht alles zusammen, jeder kämpft um sein Überleben. Aber nee, wir trödeln natürlich herum.
In so God we trust, halt everything else gets triple-checked. But so much diligence makes every aspect of daily life heavy. Each task or item, like getting into a suit or going outside, has an equivalent weight. So, for getting cargo or yourself over to Compass 2, shuttle's the most efficient option, relatively speaking. Shuttle ist nicht bereit zum Ablegen. Drücke A für weitere Informationen. Hangartor verschlossen. Shuttle in Bereitschaft. Okay, wir müssen das Hangartor öffnen. Verstanden. Ist hier irgendwo Sauerstoff? Das wäre nicht schlecht. Ich meine, ein bisschen habe ich noch. Aber trotzdem, es schadet ja niemals vorzusorgen. Hier drüben zum Beispiel. Haben wir hier sonst noch irgendetwas, was wir mitnehmen können? Ich meine, hier leuchten ja ein paar Sachen. Irgendwelche Andenken oder so. Fix me. Ah. Habe ich natürlich auch Zeit und Lust und Laune für. Und ich bin wahrscheinlich auch gar nicht der richtige Typ dafür. Aber naja. Da ist noch jemand erfroren. Ihr solltet euch aufhören, auf diese Leitung zu setzen. Das sieht nicht gesund aus. Ich meine, selbst wenn euch ein bisschen warm ist. Ich glaube, das andere wird ein bisschen zu kalt dann. Oder ist das... Okay, das ist ein Aufzug. Was haben wir denn hier drüben? Submarine Status Departed. Ja. U-Boot abgelegt. So viel konnte ich auch noch lesen. Und ansonsten ist hier nichts. Ne, da geht's auch wieder sehr tief hinunter. Müsste hier da nicht auch irgendwie so eine Schleuse sein? Weil ich glaube nicht, dass das U-Boot in der Luft fahren kann. Aber ja, wir haben hier drei Stockwerke. Wir können runter oder hochfahren. Wir fahren erstmal hoch. Runter gefällt mir nämlich nicht so ganz. They kept the heat up, but the weight and presence of the ocean. You can't shake that. Gets under your nails and gums like your teeth are coming loose. Das ist ganz schön langsamer Aufzug. Aber ich weiß auch nicht, ob ich in dieser Situation überhaupt einen Aufzug verwenden würde. And then at some point it recedes. You might not notice that till you're topside, but it's always there. Oh Gott. Warum sollte ich irgendwie davon ausgehen, dass sie tot ist? Was ist mit der passiert? Ich meine, vielleicht auch vom Erdbeben erwischt, aber trotzdem. Das ist irgendwie... Die da schon eher. Die ist nämlich richtig da gegen die Wand geflogen. In das Ding rein. Aber die? Der ist ja nicht mal eine Macke in der Wand. Ist hier irgendwas bei? Nichts, was ich mitnehmen kann? Oben hängt auch noch eine runter. Erhöhte Sauerstoffaufnahme. Warum? Hey! Beruhig dich! Der ist ganz schön fett, der Kugelfisch, aber nicht so groß wie der, sein kann. Oh Gott. Ich habe ihn getötet. Was tue ich nur mit dem Wildlife hier unten, ey? Aber hey, ich muss auch überleben. Jetzt brauche ich nur irgendwie neuen Sauerstoff. Weil ich noch bei 35% bin. Und ich glaube, da hinten sehe ich doch auch schon was. Wir sollten diese Sauerstoffbotte hier mal dafür auslegen, dass sie irgendwie länger als 5 Minuten halten. Hey, ein bisschen kickern.
dann würden vielleicht auch mehr Leute überleben. But what do I know? Was suche ich hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was ich hier oben mache. Ich meine, irgendwie eine Fluchtmöglichkeit, aber... Ja. I don't know. Hier runter vielleicht? Ich meine, was habe ich zu verlieren? Hui. Okay, never mind. Jetzt bin ich wieder hier. Ich dachte, das wäre so ein Zwischenraum. Dann ist das ein echt sehr langsamer Aufzug. Wenn ich so lange für diese kurze Distanz gefahren bin. Aber okay. Gehen wir halt erstmal in die untere Etage. Hey, meine Flares, oder? Gucken wir mal, was wir da so haben. Fahrstuhlmusik fehlt hier. Ja, nach unten ging es ein bisschen schneller. Sind das Fische? Das sind wie so Kellerasseln unter Wasser. Oder halt Schrimps oder sowas. Das ist alles voll hiermit. Ah ja, and Emergency Response. Ja, darum muss ich mir wohl keine Sorgen machen. Also Emergency Response okay, aber... Das ist irgendein Tier, da gehe ich nicht hin. Gucken wir erstmal hier drüben. Was geht denn hier so ab? Sauerstoff zum Beispiel. Sauerstoff ist immer gut. Ich verbrate hier auch einfach den kompletten Sauerstoff. Wenn irgendwer anders Probleme hat oder nach welchen sucht, hat halt Pech gehabt. Alles meins. Ich bin sehr egoistisch. Außerdem sehen hier eh alle tot aus. Naja gut, gucken wir halt, was hier drüben ist. Ich habe doch eine Flare. Eine Krabbenspinne. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Die waren ja bisher relativ friedlich. Wenn man nicht zu nah hingegangen ist. Ach du Kacke. Smile, you're on camera. Yay. Das bin ich die ganze Zeit. Hallo an die Krabbenspinnen in Sektor 3. Könnten Sie einmal bitte diese Ortschaft verlassen, ja? Sie haben dort nichts zu suchen, es ist nur für ausgewähltes Personal. Hey. Ich wiederhole an die Krabbenspinnen in Sektor 3. Bitte einmal sofort die Ortschaft verlassen. Muss ich jetzt echt da durch? Ich meine, ich habe jetzt Licht, aber das bringt mir auch nichts gegen die ganzen Viecher da. Wrong. Ja, das kann sein, aber ich weiß nicht, was wrong ist. Oder wie ich es fixen soll. Aber ja, machen wir hier doch auch erstmal wieder Pause. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge von Narcosis gefallen. Nächste Woche Freitag geht's dann weiter. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, hier auf diesem unterirdischen, untermeerischen Hölle zu entkommen. Aber ja, damit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen grausigen Abend, eine schaurige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bei Narcosis. Bis dahin. Bye bye.